begrüße Sie herzlich zu den Gesprächen zum Jahreswechsel. Heute mit unserem ersten Gesprächspartner, Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer. Schön, dass Sie heute da sind. Danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen. Die erste Frage an Sie wäre, Weihnachten steht vor der Tür. Wie darf man sich denn Weihnachten im Hause Haslauer vorstellen? Ganz normal. Wir sind eine kleine Familie. Wir werden unsere Eltern, Schwiegereltern treffen und werden heute Weihnachten nach dem unserem Sohn ausrichten, der 10 Jahre alt ist. Und das findet sehr traditionell statt eigentlich bei uns mit Weihrauch und mit Beten und mit Christbaum natürlich und auch einen, wenn es irgendwie geht, noch einen Spaziergang vor der Bescherung. Wir freuen uns alle drauf. Okay. Was ist denn Ihr persönlich liebster oder wichtigster Weihnachtsbrauch? Eigentlich ist es das Zusammensein mit der Familie eigentlich. Das ist jetzt kein Brauch in dem Sinn, aber das ist das, was Weihnachten für mich ausmacht. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren eine recht stille Adventzeit gehabt. Und zwar Kontakte sind reduziert worden, die Geschäfte waren lange zu und der Tourismus eingestellt. Gibt es aus dieser Zeit emotionale Learnings für Sie? Ja, es ist der 4. Lockdown eigentlich schon. Mit unterschiedlichen Konsequenzen und Intensitäten und auch unterschiedlichen Befolgungsraten, wenn ich das so formulieren darf. Es ist halt ein Zurückgehen aus der Hektik der Veranstaltungen und des Treffens mit Menschen, was einerseits gut ist, wenn man ein bisschen mehr zur Ruhe kommen könnte, wenn nicht auf der anderen Seite zusätzliche viele Aufgaben dazugekommen wären. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, weil gerade die Vorweihnachtszeit ist auch etwas, wo man sozusagen in Besinnlichkeit doch miteinander unterwegs ist, auch einander trifft und das geht den Leuten schon sehr, sehr ab und mir auch. Wäre das in der Politik eigentlich auch eine ruhigere Zeit, als sie jetzt ist aufgrund dieser laufenden Pandemie? Nein, das ist eine extrem intensive Zeit. Natürlich kommt das Jahresende dazu, viele Dinge sind noch beruflich zu erledigen. Es kommen viele gesellschaftliche Ereignisse dazu, wo man als Landeshauptmann auch hin muss, Veranstaltungen etc. Es ist eine extrem intensive Zeit. Insofern ist ein Lockdown im Advent, führt eigentlich dazu, dass man eher ruhiger und ein bisschen besinnlicher arbeiten kann. Ja, war gesagt, für mich ist es auch eher fast wie Kurzarbeit oder ja. Die ganzen Abendtermine. Aber es ist natürlich auch schade, wenn man nicht zusammenkommen kann. Ja, es ist schade und es ist natürlich auch für die Wirtschaft, für die vielen kleinen Einzelhändler und die Gastronomen, das ist schon extrem hart, das muss ich wirklich sagen. Auch für die Betriebe, Weihnachtsfeiern finden nicht statt oder sehr eingeschränkt statt. Und einmal im Jahr, es freuen sich ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch darauf, dass man dann einmal zusammen auch wieder feiert und irgendwie auch wertgeschätzt wird, aus dem Alltag herauskommt. Ja, das hat jetzt diese Woche nicht stattfinden können. Die Pandemie ist ja leider noch nicht vorüber, aber sie läuft schon so lange, dass man ein erstes Resümee ziehen kann. Was würden Sie denn sagen, wo muss Salzburg resilienter werden in der Zukunft? Wir haben unglaublich viel erreicht. Ich meine, bei der großen Aufgeregtheit und der Verbitterung zum Teil, dass jetzt wieder ein Lockdown gewesen ist, auch für Geimpfte ein Lockdown, das verstehe ich sehr, sehr gut. Haben wir doch irgendwie gelernt, mit diesem Virus zu leben. Sie müssen sich vorstellen, der erste Lockdown war bei einer Inzidenz von 15. Jetzt, den 4., haben wir österreichweit bei einer Inzidenz von 1.000 ausgerufen, also die Bundesregierung. Und bei dem ersten war die Hospitalisierung 14%, also 14% der Erkrankten sind ins Spital gekommen. Das wären jetzt Tausende gewesen bei den hohen Zahlen, die wir hatten. Wir hätten dann dreimal so eine Art Messespital aufbauen müssen. Sie erinnern sich an die Bilder, wo der Bett an Bett gestanden ist. Wir haben es Gott sei Dank nie gebraucht. Und jetzt ist die Hospitalisierungsrate irgendwo zwischen 1,4 und 2%. Und da sieht man, es sind große Fortschritte gemacht worden. Viele haben die Krankheit auch bekommen, haben sich infiziert, haben keine Beschwerden oder nur geringe Beschwerden, sind aber infiziös und können natürlich andere gefährden, die dann ins Spital kommen. Also das heißt, wir sind schon ein bisschen resilienter geworden durch die Impfung? Ja, wir sind durch die Impfung auf jeden Fall resilienter geworden, das ist überhaupt keine Frage. Wir sind aber gesellschaftlich gespaltener geworden. Der Ton ist aggressiver, so aggressiv, wie ich ihn eigentlich noch nie erlebt habe. Die Gruppen stehen einander fast unversöhnlich gegenüber und
dieser Brückenbau, der muss uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder gelingen. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Diese Rivalität, kann man jetzt nicht sagen, und Radikalisierung ist vielleicht zu stark, aber diese Bereitschaft, gegeneinander verbal aktiv zu werden, sei es jetzt auf den sozialen Netzwerken oder auch bei Demonstrationen, das hat ja Corona nicht erfunden. Da muss ja in der Gesellschaft schon also eine Grunddifferenz da gewesen sein. Oder wie würden Sie das einschätzen? Woher kommt denn diese Bereitschaft dazu, gegen andere Meinungen auch auf die Straße zu gehen und ja, verbal aktiv zu werden? Vielleicht ist es auch eine Folge einer Individualisierung der Gesellschaft, raus aus den größeren Familienverbänden, aus der Zusammengehörigkeit. Wir sehen, das ist ein Trend, der schon viele Jahre anhält, dass viele einfach ihre eigenen Interessen isoliert im Mittelpunkt stehen und sich viel weniger über die Gemeinschaft als sich ausschließlich über sich selbst definieren. Und das sind dann Folgeschritte, die kommen, wenn etwas nicht passt, dann wird halt sehr heftig argumentiert. Demonstrieren kann man ja eh, das ist ja zulässig, ist auch ein Mittel der Demokratie, gar keine Frage. Aber diese Unversöhnlichkeit, die Wortwahl, diese mangelnde Toleranz, auch andere Standpunkte abzuwägen, darüber zu diskutieren, auch wenn man sie nicht richtig empfindet, das ist ja doch ein ungeahntes Ausmaß erreicht. Wenn Sie sagen, da müssen wir dagegen arbeiten, wie kann man da dagegen arbeiten? Gibt es da überhaupt Mittel, vor allem auch, die die Politik ziehen kann? Ich glaube, die Politik selbst hat auch einen großen Anteil daran, weil die Tonalität in der Politik, ich möchte Salzburg ja ein bisschen ausnehmen, vor allem in Wien im Nationalrat, ist unfassbar aggressiv eben geworden, beleidigend geworden. Es geht direkt an den Mann und an die Frau. Es werden sozusagen charakterliche Eigenschaften in Frage gestellt oder wirklich abwertende Äußerungen gemacht. Und dabei geht es eigentlich nur darum, dass man durch Schlechtmachen der anderen selber versucht, besser dazustehen. Ich halte das für einen grundsätzlichen Fehler. Der berühmte Spruch heißt, wer auf einen anderen mit dem Finger zeigt, übersieht, dass drei Finger auf einen selbst zurückzeigen. Und das ist auch so. Das heißt, niemand gewinnt dadurch, indem er jemanden anderen schlecht macht. Ganz im Gegenteil, er wird noch zunehmend unsympathischer. Also geht es um Vorbildfunktion. Es geht schon um Vorbildfunktion auch, ja. Wir haben wie jedes Jahr vor der Weihnachtszeit das Grazer Meinungsforschungsinstitut GMK für uns eine Umfrage unter den Salzburgern durchführen lassen. Es ist eine Telefonumfrage und wir haben sozusagen Zukunftsfragen für Salzburg abgefragt. Und über diese Ergebnisse möchte ich gerne mit Ihnen reden. Die erste Frage, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, ist folgende. Wir haben abgefragt, in einem Salzburg der Zukunft wird die Gewinnung von Windenergie eine große Rolle spielen. Auch in Ihrem Wohnumfeld werden sich 30 Windräder drehen. Wir wollten da gezielt darauf abzielen, dass es auch einen selbst im Nahumfeld betreffen könnte und nicht nur so ein, ja, ist mir egal, wenn es nicht bei mir stehen sozusagen. Ganze 63% befürworten das sehr oder ziemlich. Was würden Sie sagen, hat sich die Stimmung zur Windenergie gedreht in den letzten Jahren? Die hat sich sicher geändert. Windenergie wird weitaus positiver als eine umweltfreundliche Energiegewinnung gesehen. Wir müssen natürlich schon insgesamt schauen, wo kann man überhaupt Windenergie machen. Da gibt es ja im Landesentwicklungsplan definierte Standorte, die eine ausreichende Windfracht haben. Und in diesen Bereichen muss man dann mit Durchführung von Verfahren einfach die Genehmigungsfähigkeit sich anschauen. Es gibt natürlich auch landschaftsästhetische Relevanz, das muss man auch sagen. Es gibt nicht alle Standorte sind landschaftsästhetisch problematisch. Es gibt einige, da kann man es meines Erachtens ohne weiteres machen. Ich denke an Swinsfeld in Flachau. Andere sind sicher sehr, sehr problematisch. Die Postalm zum Beispiel, das würde ich sehr problematisch sehen. Übrigens 53% jener Befragten, die bei der letzten Landtagswahl die ÖVP gewählt haben, würden dem sehr oder ziemlich zustimmen, aber auch 30% weniger zustimmen und 16% wären überhaupt dagegen.
Würden Sie sagen, dass die Meinung der ÖVP und auch Ihre sich zum Thema Windenergie geändert hat in den letzten Jahren? Ja, würde ich schon sagen. Ich habe ja mal den Satz getan, Salzburg ist auch ohne Windräder perfekt. Mhm. Stimmt auch, es ist ein perfekt schönes Land ohne Windräder, aber wir verschließen uns natürlich auch nicht der Entwicklung der Energiewende, dass Windkraft ein durchaus positiver Aspekt der Energiewende ist. Und den wird es auch bei uns geben. Ich würde ein bisschen nur wegkommen von diesem Glaubenshaften. Das hat so fast religiöse Anmutungen zum Teil. Wir werden einen Beitrag damit leisten können, aber es ist nicht die Erlösung der Welt. Beim Landesparteitag im Oktober hat sich Ihre Partei über diesen Leitantrag, der einstimmig angenommen wurde, fast ein bisschen als Nachhaltigkeits- und Klimaschutzpartei dargestellt. Ist das der neue Weg der ÖVP oder würden Sie sagen, das war eigentlich schon immer unser Weg? Ich glaube, das Thema ist durch, das heißt, dass die Notwendigkeit für oder beziehungsweise gegen den Klimawandel Beiträge zu leisten, auch politisch zu leisten, unbestritten sind. Das dauert immer bei Parteien wie der ÖVP, dass neue gesellschaftliche oder fachliche Strömungen sich durchsetzen. Aber wenn sie sich dann durchgesetzt haben, dann werden sie effizient abgearbeitet. Da will ich Ihnen das an einem Beispiel sagen. Der Kindergarten, die Kinderbetreuung, das war lange Zeit, das ist schon viele Jahre her, für die klassischen ÖVP-Anhänger eher ein Problem. Die waren der Meinung, die kleinen Kinder müssen zu Hause sein bei der Mutter und nicht im Kindergarten, Anführungszeichen, abgegeben werden. Jetzt ist es überhaupt kein Thema mehr, dass Kinderbetreuung ein absolutes Angebot für die Familien sein muss. Wer sein Kind zu Hause betreuen möchte, ist natürlich gar keine Frage, dass das auch zulässig und möglich und ein guter Weg ist. Also das heißt, die Partei darf sich auch wandeln? Die Partei wandelt sich permanent. Auch in ihren gesellschaftlichen Anforderungen. Gewisse Dinge sind natürlich unverrückbar, die Würde des Menschen und der Recht von der Wert von Freiheit, von Eigentum, von Ergreifen seiner eigenen Chance. Aber diese Dinge ändern sich, Gesellschaft ändert sich und auch die politischen Sichtweisen ändern sich. Man muss dabei aber nicht seine Gesinnung bei der Garderobe abgeben, das ist ja klar. Wir haben ein weiteres Thema abgefragt, das in die Klimaschutzrichtung sozusagen einzahlt, und zwar das Thema Mobilität. Wir haben gefragt, in einem Salzburg der Zukunft sind Stadtzentren nur noch abgasfrei erreichbar. Ausnahmen gelten für Anrainer. Und haben gefragt, stimmen Sie dem sehr, eher weniger oder nicht zu? Und hier war die uneingeschränkte Zustimmung zurückhaltender bei den abgefragten Salzburger, aber immerhin noch 54% würden dem sehr oder ziemlich zustimmen oder das befürworten, aber auch 21% gar nicht. Und vor allem die jungen Salzburger, also die unter 35-Jährigen, haben da Vorbehalte. 51% befürworten solch eine Entwicklung weniger oder gar nicht. Wäre ein abgasfreies Stadtzentrum ein gangbarer Weg für die ÖVP in Salzburg oder für Sie? Das kann man so nicht ganz klar beantworten. Das ist eine mögliche Facette, über die man nachdenken muss. Das liegt vor allem in der Verantwortung der Stadt. Die Frage ist nur, wie stark bevorzugt man bei all diesen Maßnahmen das Stadtzentrum zu Lasten anderer Teile Salzburgs? Das ist, glaube ich, die große Abwägungsfrage, denn unser Stadtzentrum ist natürlich historisch einmalig schön, UNESCO-Weltkulturerbe, wird von den Salzburgern und Salzburgern gerne frequentiert, obwohl nicht sehr viele Leute dort wohnen. Im Verhältnis zu anderen Stadtvierteln ist natürlich für die Touristen hochinteressant, aber diese Frage, wie sehr benachteilige ich andere Teile der Stadt zugunsten des Zentrums, das muss man sich sehr genau überlegen. Also wir haben jetzt nicht nur von der Stadt Salzburg gesprochen, sondern eigentlich von allen, ja, allen Stadtzentren, die es so gibt, auch von mir aus St. Johann oder Zell am See. Ja, das müssen die Gemeinden selber entscheiden, wie sie sagen wollen. Ich glaube, diese Autonomie muss man den Gemeinden absolut lassen. Gut,
Interessanterweise, oder was Sie vielleicht auch noch interessieren könnte, ist, dass jene Befragten, die bei der letzten Landtagswahl die ÖVP gewählt haben, mit einem Wert von 53 sehr oder ziemlich Zustimmung eigentlich die geringste Zustimmung aufweisen. Das heißt, ja. Hätten Sie oder glauben Sie, dass den ÖVP-Wählern vor allem der Individualverkehr im privaten Autobereich so wichtig ist? Oder ist es eigentlich keine Frage der Parteien? Ja, das schließt ja den Individualverkehr nicht aus, sondern nur den abgasbelasteten Individualverkehr. Das heißt, Elektrofahrzeuge, allenfalls Hybridfahrzeuge, werden zugelassen. Also da merken wir ja auch eine klare Verschiebung hin zur Elektromobilität, die wird auch noch weiterzunehmen. Ein letztes Umweltthema würde ich noch gerne ansprechen, und zwar auch auf Basis des Leitantrags des ÖVP-Landtagsclubs. Und zwar stellen Sie darin oder Ihre Partei darin dem Massentourismus eine Absage. Es heißt ganz konkret, Strömungen, die auf noch mehr Masse, Quantität und massive Eingriffe in unberührte Natur abzielen, erteilen wir eine Absage. Wenn jetzt die Corona-Pandemie vorüber ist oder in ruhigeren Phasen, wie zum Beispiel im Sommer, diese Branche aufholen möchte, wird es ohne Masse funktionieren können? Wir haben in unserer Strategie auf Qualität gesetzt, in der Tourismusstrategie des Landes. Ich bin jetzt seit 17 Jahren Tourismusreferent, das ist schon eine erhebliche Zeit. Und wir haben in dieser Zeitraum die Nächtigungen ziemlich vorwärts gebracht, auch die Beschäftigungsverhältnisse. Es sind um ein Drittel mehr Menschen im Tourismus beschäftigt als noch vor einigen Jahren. Aber jetzt ist sozusagen nach unserer Sicht eine Grenze erreicht bei ca. 30 Millionen Nächtigungen, was ja eine ganze Menge ist. Und ich glaube, dass wir jetzt noch mehr in die Qualität, in bessere Wertschöpfung hineingehen müssen. Unser Thema, das sozusagen in der Öffentlichkeit ganz stark diskutiert wird, sind ja andere Touristen, nicht Nächtigungstouristen, sondern Tagestouristen, die mit dem Bus kommen. Die zum Beispiel mit dem Bus kommen und in großer Zahl kommen. Und natürlich durch diese große Anzahl an Menschen, die dann in Gruppen auftreten, auch das Erlebnis Stadt Salzburg zum Beispiel, doch beeinträchtigen für andere. Es ist hauptsächlich ein Problem der Stadt wiederum, und die hat mit Bürgermeister Breuner schon einige Maßnahmen getroffen, wie die Bemautung von Bussen und Slots und so weiter. Und ich glaube, der Weg ist unbedingt weiter zu beschreiten. Aus ganz grundsätzlichen Überlegungen wäre es sicher falsch, den Bustourismus oder den Tagestourismus zu verbieten oder nicht zu ermöglichen, denn ja, es soll auch im Prinzip die Leute die Möglichkeit haben, Salzburg zu erfahren, aber man muss eine gewisse Obergrenze einziehen. Und die ist erreicht? Also so die ist sicher erreicht gewesen, ja, die ist sicher erreicht gewesen. Okay. Ja, also ich würde sagen, problematisch würde das für die Hotellerie und Gastronomie sowieso werden, wenn wir... Ja, das Problem haben wir momentan eh überhaupt nicht. Ja. Das haben wir nicht. Jetzt geht es wieder darum, sozusagen in die Spur zu kommen, wieder die entsprechende Wertschöpfung zu bekommen. Das hat im Sommer sehr gut funktioniert, Sommer 21, auch im Sommer 20. Wir hatten ja einen kompletten Ausfall der Wintersaison, und jetzt ist es ganz wichtig, dass die Wintersaison stattfindet. Erfolgreich stattfindet. Denn Sie müssen sehen, wenn jetzt zum zweiten Mal eine Wintersaison ausfällt, dann werden sich auch die Mitarbeiter was anderes suchen, entweder überhaupt andere Berufe oder sie werden in andere Länder gehen, und ohne Mitarbeiter geht es schlicht und einfach nicht. Ja, also darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Also das, ein Problem sind natürlich auch die Fachkräfte. Salzburg möchte nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland werden. Wo befindet man sich da? Hat die Pandemie uns zurückgeworfen oder sogar vielleicht irgendwie einen Vorteil gebracht? Nein, die hat uns eher zurückgeworfen. Wir haben da ein Bündel von Maßnahmen, aber wir sehen, dass durch die Pandemie auch jetzt wieder viele Informationsveranstaltungen nicht stattfinden können. Das ist vor allem die Berufsinformationsmesse, die BIM, die Orientierung gibt jungen Menschen. Aber es sind auch die vielen Möglichkeiten, die in den Bezirken genutzt werden, indem Betriebe in die Schule gehen, sich dort vorstellen und auf ihre Möglichkeiten hinweisen. Dann gab es eine Zeit lang die Möglichkeit, auch mit einer schlechteren Note aufzusteigen. Da haben die Schulen länger die Leute gebunden. Und diesen Weg zurück, den müssen wir wieder finden. Und da machen viele, viele einen sehr, sehr guten Job.
Immer wieder wird ja auch von Ihnen betont, dass es wichtig ist, die Lehrer in ihrer Anerkennung aufzuwerten. Wir haben unter unseren Umfrageteilnehmern gefragt, in einem Salzburg der Zukunft werden Lehrabschluss und akademischer Abschluss völlig gleichwertig angesehen. Würden Sie das sehr ziemlich wenig oder nicht befürworten? Was schätzen Sie denn, Herr Landeshauptmann, ist da die Bevölkerung eher dafür, also für diese Gleichstellung und auch Gleichbewertung? Ich denke, es ist eher dafür und ich bin auch dafür. Unser Problem sind ja die gesellschaftlichen Vorurteile, dass sozusagen die Lehre eine Ausbildung zweiter Klasse wäre und die Eltern unbedingt wollen, dass ihre Kinder ins Gymnasium gehen und dann auch noch studieren. Wenn Sie sich die vielen großartigen Einzelfälle anschauen, wie aus der Lehre heraus unglaubliche Karrieren geschrieben wurden als Unternehmerin oder Unternehmer oder in führender Position in Betrieben, dann ist das unglaublich beeindruckend. Und ich glaube, man sollte von dieser Statusdiskussion wegkommen, hin zu einer Diskussion, ja, welche Fähigkeiten und Neigungen hat denn mein Kind? Und daher haben wir den Talente-Check gemacht, damit junge Leute mit 14, 15 sich also durchtesten lassen können, beraten werden, was für sie die richtige Karriere wäre. Hat auch auf online umgestellt. Ja. Also so wie Sie sagen, sehen das auch 66% der Befragten. Also die würden dem sehr oder ziemlich zustimmen, dieser Gleichstellung und auch Gleichwertung. Das geht über alle Altersgruppen hinweg. Mit 39% weniger oder nicht für diese Gleichwertung sind, und das ist der höchste kritische Wert, die abgefragten Maturanten und jene mit Abschluss eines Studiums. Darf ich dazu noch was ergänzen? Da Bitte. Sind ja schon Schritte gesetzt worden. Zum Beispiel die Meisterprüfung hat sozusagen Bachelorwertigkeit. Ja, genau. Aber ist das wirklich auch ein Anreiz für einen jungen Menschen, dass er sagt, dafür, dass ich das eintragen kann, zum Beispiel auch in meinem Pass, was jetzt auch möglich ist, mich dann für eine Lehre zu entscheiden? Na, ich glaube, es muss einfach die Freude an der Tätigkeit sein. Und es ist ja ein ganz einfaches Rezept. Wenn man etwas gut macht, macht man es gerne. Und wenn man es gerne macht, dann ist man auch erfolgreich. Dann hat man auch ein erfülltes Leben. Und wir zwingen oft junge Leute, wir, also die Gesellschaft oder die Umstände zwingen oft junge Leute in Bildungskarrieren, die nicht die ihren sind. Dann gibt es halt Aussteiger, es gibt Misserfolgserlebnisse. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen einfach, dass die jungen Leute, die sich für etwas interessieren, ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend ihre Ausbildung machen. Da gibt es haptische Fähigkeiten, es gibt kognitive Fähigkeiten. Die sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Insofern ist der Talente-Check hochinteressant. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese befragten Maturanten und jene mit abgeschlossenem Studium, die da einen relativ hohen Wert, also man muss sagen, mehr sind immer noch dafür. Aber könnte man sich vielleicht vorstellen, dass bei diesen Menschen das Gefühl eher besteht, dass das Studium abgewertet wird, als dass das die Lehre aufgewertet wird, wenn man sagt, das ist alles das oder gleich viel wert, obwohl es eigentlich von der Ausbildung her ja absolut nicht miteinander vergleichbar ist, würde ich persönlich jetzt behaupten. Ja, wenn es sozusagen um die Abminderung, wenn man die Ausbildung als Statussymbol definiert und dieser Status, dieser gesellschaftliche Status durch eine Gleichstellung von einer Berufsausbildung mit einer universitären Karriere darunter leidet, verstehe ich schon, dass Leute das nicht gern sehen. Aber insgesamt, glaube ich, gesamtgesellschaftlich trägt jeder und jede zu unserer Entwicklung bei, egal ob mit einem Universitätsabschluss oder mit einem Lehrabschluss oder mit einer Meisterprüfung. Denn hätten wir die einen oder die anderen nicht, wäre es für unser Land insgesamt und die Gesellschaft dramatisch. Ein Bereich wo das, oder eine Branche, wo das besonders deutlich wird, das ist die Pflege, weil da gibt es ja genauso die akademisch Ausgebildeten wie die, also es gibt ja keine Lehre, aber wie die, wie sagt man da, die kürzere Ausbildungen durchgemacht haben. Wir haben uns jetzt aber in unserer Umfrage mehr auf die pflegenden Angehörigen konzentriert. Wir haben abgefragt, in einem Salzburg der Zukunft wird die Pflege von Angehörigen als
Job betrachtet. Pflegende Angehörige sind sozial abgesichert und erhalten eine entsprechende Entlohnung. Ganze 96% der Befragten würden das sehr oder ziemlich befürworten, geht durch alle Altersgruppen. Jetzt hat kürzlich auch die ÖVP im Landtag gegen einen Vorschlag der SPÖ gestimmt, wo es genau um so etwas gegangen ist. Ist das nicht der Weg, den sich die ÖVP vorstellt bei den pflegenden Angehörigen? Die pflegenden Angehörigen spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle im Pflegesystem. Es ist immer noch der Großteil der zu pflegenden Personen werden von eigenen Angehörigen gepflegt. Die tun das aber aus Liebe und aus Zuneigung und nicht, weil sie ein Geld dafür bekommen. Insgesamt ist die Pflege ein riesiges Thema für uns, denn sie leidet genauso wie viele, viele andere Berufe unter Nachwuchsmangel, unter Fachkräftemangel. Wir haben derzeit zwar so viele Pflegekräfte wie noch nie in der Geschichte des Landes in Ausbildung, es wird aber trotzdem nicht reichen. Daher sind die pflegenden Angehörigen besonders wichtig. Hier ein System zu finden, das auf der einen Seite diese innerste Triebfeder nicht pekuniarisiert, also sozusagen aufs Materielle zurückstuft, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die noch besser zu unterstützen, das ist uns besonders wichtig. Und da geht es ja weniger ums Geld, da geht es ja darum, wie kann ich mal Urlaub machen, ja, von einem Pflegeeinsatz oder von einem pflegenden Angehörigen. Wie kann ich bei schweren körperlichen Betätigungen sicherstellen, dass ich nicht allein gelassen bin? Also ich glaube, dass man in diese Richtung mehr tun muss. Und wir hatten ja eine Pflegeplattform 1 mit sehr vielen Ergebnissen, die jetzt in Umsetzung begriffen sind. Wir nehmen hier 70 Millionen Euro für 4 Jahre in die Hand, um das Pflegesystem noch weiter auszubauen. Aber die Situation ändert sich so intensiv und das Pflegethema kriegt so eine Dynamik, weil die Leute natürlich auch Gott sei Dank viel älter werden, mehr Pflege benötigen, aber andererseits auch gar nicht mehr selber pflegen können durch fortgeschrittenes Alter. Das heißt, wir werden sicher noch mehr Pflegekräfte brauchen und wir haben jetzt eine Pflegeplattform 2 mit Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, um hier den Anforderungen unserer Zeit weiter gerecht werden zu können. Gibt es da schon eine konkrete Idee für die pflegenden Angehörigen? Weil, ja, also es das gibt ist ja ein Teil der Arbeitsgruppen, befasst sich genau mit diesem Thema. Ich habe mir das nachgeschlagen. Es wird geschätzt, dass rund 50.000 Menschen in Salzburg einen Angehörigen pflegen, also in unterschiedlichem Ausmaß natürlich. Das sind vor allem Frauen zu 70% und viele davon sind natürlich berufstätig. Daraus ergeben sich schon die ein oder anderen Probleme im Zeitmanagement und auch eben, glaube ich, im Ressourcenkraftmanagement. Sie haben es angesprochen, das Problem ist, man kann nicht auf Urlaub fahren, man kann nicht in den Krankenstand gehen. Also das sind bestimmte Dinge, wo so ein Konzept, wie es zum Beispiel das Burgenland versucht, gute Ansätze. Schaut man da in andere Bundesländer, um sich eventuell auch was abzuschauen, durchaus, was dort schon erprobt wird? Das ist auch Aufgabe der Arbeitsgruppen. Ich glaube auch, dass bei der Pflege, bei den Pflegereformbemühungen auf Bundesebene es natürlich sinnvoll ist, eine bundeseinheitliche Regelung zu finden, die ihren Ansatz sicher über die Gebietskrankenkasse und die Sozialversicherungen haben muss. Es liegt ein ereignisreiches Jahr, ich sage es jetzt schon mal, hinter uns. Also ich hoffe, es kommt nicht mehr allzu viel, bis das Jahr vorüber ist. Wir haben Unwetter und Überflutungen gehabt, mehrere. Wir haben schwierige Lage auf der Intensivstation gehabt, anhaltende Corona-Pandemie und beunruhigende Prognosen, was den Klimawandel betrifft. Dann haben wir Fachkräftemangel. Ja, einiges davon haben wir heute besprochen. Was würden Sie denn sagen, ist die größte Herausforderung für das Land Salzburg, wenn man jetzt in die Zukunft oder auf das nächste Jahr blickt? Wir haben eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen und das macht es ja so schwierig, dass nicht nur eine ist, sondern viele Herausforderungen sind. Das ist sicher jetzt kurzfristig, die Pandemie ist das alles Entscheidende, wie wir da weiterkommen. Die Systeme so zu ertüchtigen, dass sie auch wirklich funktionieren und gehandhabt werden können. Auf der anderen Seite auch bei den Menschen die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft zu wecken, auf sich selbst zunächst einmal aufzupassen, aber auch auf andere aufzupassen und mitzutun, dass wir aus der Geißel dieser Pandemie befreit werden können. Das eine, Klimaschutz ist natürlich eine Riesenaufgabe, die auch deshalb so schwierig ist, weil die Dinge
nicht, wenn ich jetzt von Unwettern absehe, aber nicht so unmittelbar erfahrbar sind, sondern das ist, wird erklärt mit irgendwelchen Temperaturerhöhungen und dahinter stehen aber viele, viele Änderungen, die unser Leben betreffen werden. Trockenheit, Hitze, Steigen der Schneegrenze, überhitzte Städte etc. Und hier auch weiter drauf zu bleiben. Und da hat sich, glaube ich, sehr viel bei der Bereitschaft der Menschen getan, auf dieses Thema einzugehen und die Wichtigkeit dieses Themas zu erkennen. Sie, ÖVP zum Beispiel, wäre in diesem Ausmaß vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren sicher nicht der Fall gewesen. Diesen Weg müssen wir unbedingt weitergehen. Wir hatten ein ganz schwieriges Jahr mit kalt-warm, wenn Sie so wollen. Ja, es hat auch schöne Momente gegeben. Aber wir sehen, dass im Normalverlauf der Fachkräftemangel in allen Bereichen, nicht nur in der Pflege, in allen Bereichen unser größtes Problem ist momentan. Und gegen dieses Problem anzukommen, das wird uns auch extrem fordern. Die Alterung der Gesellschaft genauso mit dem gesamten Bereich der Pflege, der medizinischen Versorgung. Also es ist eine Menge zu tun und wir gehen trotzdem zuversichtlich in das nächste Jahr. Ich hoffe, dass es uns mit Unwettern und großen Naturereignissen verschont. Ich hoffe, dass wir in der Pandemie, Pandemiebekämpfung einen guten Schritt weiterkommen. Und was mich einfach so zuversichtlich macht, ist, dass ich auch in diesem Jahr erfahren durfte, wie viele Menschen uneigennützig, solidarisch sich eingesetzt haben bis zur Grenze der Belastbarkeit. Und das ist etwas, was mich als Landeshauptmann von Salzburg sehr, sehr freut. Meine letzte Frage wäre, wir werden die Gespräche zum Jahreswechsel auch im nächsten Jahr wieder machen. Ich hoffe, Sie werden dann wieder dabei sein. Gerne. Sehr gut, das nehme ich schon mal aus Bestätigung. Dann sind wir nämlich nur mehr ein paar Monate vor der nächsten Landtagswahl entfernt, wenn wir uns nächstes Jahr zu diesen Gesprächen treffen. Meine abschließende Frage an Sie wäre, woran, also an welchen Taten wollen Sie bis dahin gemessen werden? Ich bin jetzt, wie gesagt, 17 Jahre in der Landesregierung, bin jetzt dann zur Landtagswahl 10 Jahre Landeshauptmann. Also eine doch erhebliche Zeit. Ich glaube, es geht einfach darum, zu bewerten, was ist in der Vergangenheit geschehen. Vieles ist ja gut gelungen. Manches hätte vielleicht besser gelingen können, aber das ist so im Leben. Man kann nicht alles 100% oder 120% gut machen. Und die zweite Frage ist, wer hat das bessere Konzept für die anstehenden Herausforderungen der Zukunft und wem traut man es am ehesten zu, die bewältigen zu können? Und darum geht es mit der Landtagswahl. Mhm. Dann werden wir darüber auch im nächsten Jahr wieder sprechen, würde ich mal vorhersagen. Herr Landeshauptmann, ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Bitte, ich wünsche schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Dank. Und bei Ihnen möchte ich mich auch verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Interview mit David Ecker, dem Landesparteivorsitzenden der Salzburger SPÖ. Ja, bis dahin würde ich mich freuen, wenn Sie wieder dabei sein würden. Auf Wiedersehen.